Luton Town ist unser nächster Gegner, ja, und wir schauen nochmal auf den Kalender. Luton Town, dann kommt Gillingham, Southend, Peterborough und dann haben wir schon Jena. Da kommt dann Bury und dann kommt schon wieder Luton Town, ja. Und ja, FA Cup ist Leicester wohl das Spiel, auf das alle warten. Es wird wohl ein packendes Spiel sein, nehmen wir auch an, wo es dann jetzt richtig ernst wird. Nichtsdestotrotz, Luton Town, wir brauchen nicht schonen, aber wie gesagt, wir haben 6 Ligaspiele bis dorthin, also Liga geht voraus, das ist im Grunde genau immer so, denn wir haben eine kleine Krise, es ist auch so, muss man leider sagen, unsere Krise, die hält ein bisschen an. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht nur eine Krise, die wir überwinden müssen, sondern auch so ein wenig, naja, vielleicht Druck auch jetzt. Wir wissen, wir sind Erster, also einer der besten Mannschaften von dritten und vierter Liga. Wir kommen in den Cups nicht immer so in Fahrt. Wir wissen, die zweite Liga steht vielleicht vor der Tür. Aber das ist erst. Und darum geht es jetzt hier los einmal. Und über Sweeney, Williams, Taylor, der hat da Platz und zieht gleich einmal ab und es steht 1:0, zweite Minute. Der Captain macht es. Eineinhalb Saison ist er jetzt schon Captain hier in Exeter City. Und das muss man hier sagen, war gleich gut rausgespielt. Da schöner Pass, einmal angenommen, abgezogen und ins Eck. Pass, glaube ich, kam von Ramirez. Siebter Ligatreffer, Jack Taylor. Luton Town, wenn wir denken, Konkurrenz voriges Jahr gewesen um den Aufstieg. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht um den Aufstieg, aber eine Konkurrenz auf jeden Fall. Ja, der Durchmarsch in die erste Liga, das ist unser großes Ziel natürlich. Jetzt sieht es gut aus. Mal schauen, ob wir nächstes Jahr vielleicht auch das dann so gut machen. Aber wir sind ja noch nicht durch. Noch reden wir von diesem Jahr. Oh, schade. Schöner grüner Trick. Habe ich aber fast gedacht, dass das schon ein Abseits war. Auch wenn das Seitenlinie nichts angezeigt hat. Philipp Rosanek, Philipp Pires, Story, in die Hände von Stash. Boom. With the owner of a silver hatchback with the registration GR21LJJ. Please contact your nearest security guard. Thank you. Also Ramirez. Und Williams in die Hände von Stach. 20 Minuten gespielt. Exeter City hat das Spiel auch im Griff. Sweeney Williams. Und dann geht es jetzt gleich wieder ganz schnell nach vorn hier. Und das war richtig viel Glück dabei. Luton Town. Jack Taylor bringt den. Naja, nicht gut zur Mitte. Aber Ramirez, Ramirez. Stash.
Irgendwie geklärt. Willkommen Nias. Hat mal in der Bundesliga gespielt. Also in der österreichischen Bundesliga. Déjà-vu? Déjà-vu! 0 zu 2! Jack Taylor macht es wieder mal und darf sich darüber wieder mal freuen über den Ligatreffer. Ah, Jack Taylor, unser Held jetzt derzeit. Achter Ligatreffer, ein Doppelpack von ihm. Oh mein Gott! Also nicht nur, dass William seinen Treffer, seinen Schuss drinnen hätte sein müssen. Vergibt auch Taylor eine gute Möglichkeit dann noch, weil der Goalie dann zu gut reagiert und vielleicht nicht ganz genau präzise. Also Taylor vielleicht einen Tick zu lang gewartet hat dann. So, Pires. Oh, Stacy lässt Piresta mal ein bisschen weiterlaufen. Und? Richtig gute Chance, Lutentown. Sheehan, wissen wir auch von wo der kommt. Exeter Spieler. Collins, Absatz. Halbzeitstand 0-2 und es wird gleich einen Wechsel geben, nämlich unser Schäfer wird einen Einsatz bekommen und auch Kai wird statt Williams kommen. Williams, der seine Riesenchance nicht genutzt hat. Collins 1-2, 48. Minute. Der Jubel ist gleich ganz groß und das ist Kai. So, Sweeney. Okay.
Mal geklärt. 58. Minute. McCormack geht. Abseits, aber sehr schöner Doppelpass hier von den beiden und knapp noch auf der Linie gefangen von Stech. Pires ist auch nicht wirklich heute sehr auffällig. Aber auch Brosenik, was das Schießen anbelangt, nicht auffällig. Spielerisch gut, zwei Vorlagen. Nein, eine Vorlage, der erste war ja von Ramirez. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir Meckerlanden mal. Okay, 73. Minute, 1:2. Nicht sagbar. Auf Kai. Auf McAllenden kommt aber nicht ganz an. Schäfer. Oh, zwei stehen dabei im Kopfball, keiner kommt dazu. Prüm lasst den locker vorbei. So, Brandt. Meckerlanden. Annahme unter jede Kritik. Ludwig, Brosenik. Brosenik. Riesenschance hier. Jetzt noch für den Deckel. Weiter Ball nochmal nach vor jetzt. Lutentown. Und Pum. Sieht der Kai. Und Senior sieht da die Chance, diesen Ball schnell abzufangen. Sheehan jetzt weit vorne. Archibald Henry, Sheehan Brandt, Pürn und einfach nach vorwärts. Und auch hier wieder Ballverlust. Lotentam drückt. Boah. Archibald Henry, sehr schön. 1:2. Starke Leistung hier, Burschen. Ja, Doppelpack Taylor bringt hier den Sieg ein. Natürlich sind wir jetzt weiterhin Erster, das ist ganz klar. Die Frage ist nur, wie viele Punkte sind wir jetzt vorne?
11 Zähler sind wir. Vielleicht sogar 14 Zähler sind wir weiter vorne. Oh, Bansen ist schon sehr zurückgeschlagen. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.